Thank you.
Klasse. Wunderbares Bild hier. So, jetzt übergebe ich hier an zwei, die ziemlich aus der Puste sind. Ich dachte, das glaube ich auch. Das ist doch ganz schöner Sport, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn ihr mal Lust habt, Sport zu machen, könnt ihr bei uns. Ich denke mal, jeder hat ein Programm bekommen. Da stehen die ganzen Eintrittserklärungen drin, oder die eine. Einfach kopieren, ausfüllen und abschicken. Und dann ist das gleich gemacht. Ja, wir haben noch eine kleine Überraschung. Dazu möchte ich bitten, die kompletten Bra-Spieler einmal nach vorne kommen. Und dann möchte ich gleichzeitig auch den Bürgermeister Tassino von Bari bitten, um nach unten zu kommen. Und auch unsere Kreispräsidentin Frau Zeuge, oder war auch. Ja, und wenn die sich so langsam aufstellen, möchte ich einem mal Danke sagen. Das habe ich zwar schon im Vorfeld schriftlicher Form in unserem Programmheft. Danke sagen möchten wir den Verein, die heute hier angereist sind. Ich denke mal, das war ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Nicht nur von den schönen Uniformen her, sondern ja, von der ganzen Musik, von dem ganzen Drumherum. Hat jede Menge Spaß gemacht, diese Veranstaltung vorzubereiten. Darum geht dann auch gleich mein nächstes Dankeschön. Das geht an das Orga-Team, dieser Veranstaltung. Euch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr diese Veranstaltung mit uns zusammen geplant habt. Unsere Helfer dort, die man auf dem Showfeld nicht sieht, die in den Katakomben irgendwo sitzen, Eintrittskarten prüfen oder Getränke ausstellen. Auch denen ein großes Lob. Dankeschön. Ja. Und wie gesagt, Dankeschön möchte ich natürlich auch Ihnen im Publikum, die heute Abend richtig gute Stimmung gemacht haben. Und wir handhaben das bei uns. Ja, bei uns ist das so, wir besuchen andere Vereine. Die Vereine, die Sie jetzt hier sehen, die haben heute uns besucht. Die bekommen dafür kein Geld. Ja, das machen die alles auf eigenen Kosten. Die reservieren Bus, was so an die 1000 Euro kostet. Ja, teilweise Leute nehmen sich dann eben frei, haben Urlaub oder ähnliches. Und wir haben uns überlegt, das hatten wir auch schon in 2003, was kann ich noch so zittern, dass wir keine Gastgeschenke, also an die Vereine austeilen. Ich denke mal, da sind die auch nicht zufrieden. Was sollen die mit dem Foto von uns? Das können Sie sich auch im Internet ansehen. Wir haben das so gemacht, das Geld, was wir für die Gastvereine eigentlich haben, das wollen wir eigentlich spenden. In diesem Jahr geht das, wir konnten uns nicht so richtig entscheiden und deswegen haben wir gedacht, das geht auf jeden Fall für einen Jugendzweck, das war die Voraussetzung. Und Anfang des Jahres haben wir neue Instrumente bekommen, über 25.000 Euro. Und da hat uns der Förderverein Kreis Jugend Staumann e.V. hat uns damals einen Scheck überreicht und uns aus einer finanziellen Notsituation eigentlich ausgeholfen. Das Geld brauchen wir dringend. Und heute möchten wir einen kleinen Tropfen wiedergeben, was dann wieder für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt wird. Und da kommt eben Frau Kreispräsidentin Christa Zeuge ins Spiel. Das ist nämlich die Vorsitzende auch von diesem Förderverein. Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitwirkende. Normalerweise sage ich am Anfang immer, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, freue mich daraus, was passiert. Heute kann ich einfach nur sagen, danke. Ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ich denke, was wir heute hier gehört und gesehen haben, das war so einzigartig, dass ich sagen würde, sagen wir alle einmal, das war wirklich spitze. Absolut. Ich
eigentlich sagen, man kann es eigentlich dann nur noch kaputt reden. Das, was wir bis jetzt erlebt haben, das war wirklich, muss es für mich sagen, einzigartig, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Wo sind denn die, ja, auch ganz großes Dankeschön an die Jungen und Mädchen, die ganz, ganz jungen Mädchen von Stormer Magic. Ich denke, euren ersten großen öffentlichen Auftritt, den habt ihr fantastisch geleistet. Hier sein durfte, sondern dass ich als Vorsitzende des Jugendfördervereins auch noch einen Scheck entgegennehmen darf. Und dafür bedanke ich mich ganz, ganz stark. Ich weiß, dass Sie sehr viel für die Jugendarbeit tun, wirklich auch ganz tolle Jugendarbeit machen. Jeder wird das verstehen, wenn er das heute hier gesehen hat. Da können Sie Ihre Jugend, Ihre Kinder hingeben, da wird was aus Ihnen. Vielen, vielen Dank. Damit wird etlichen anderen Jugendlichen von Stormann hier geholfen werden. Danke. Herr Verzeuge, wie Ansgar schon gesagt hat, ein kleiner Tropfen zurück. Ich weiß, dass das Geld sehr gut bei Ihnen aufgehoben ist und dass Sie das in Vereinen oder Institutionen geben, die es auch wirklich brauchen. Und wir tun es gerne. Bitte schön. Rainer Wagner hat es eingangs schon erzählt, dass wir ja, eine nicht nur jetzt diese finanzielle Spritze vom Förderverein bekommen haben, sondern wir werden auch richtig, toll, dass wir jetzt kein Umgeschlagen haben, Herr Kompany, wir werden von der Stadt Bad Oldesloe unterstützt, dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön von uns. Ich bin ja ein großer Fan, bin sogar schon in Orléans, in Frankreich, anschauen dürfen und sagen, die haben nicht heute nicht nur was auf die Ohren gekriegt, sondern die haben auch wirklich was zu sehen gekriegt. Diese Marching-Formation, diese bunten Bilder, das ist wirklich was Tolles und es ist eine super Veranstaltung hier für Oldesloe. Ich hoffe, wir sehen öfter mal was von euch und wünsche weiterhin viel Spaß und gute Jugendarbeit vor allem. Danke.